Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander 4. Vor uns liegt jetzt unser erster Einsatz. Wir müssen zum Orlando Depot fliegen, zusammen mit dem absoluten Nervtöter Maniac. Also machen wir das mal. Zack, und los geht's. Beim Orlando Depot erreichen, um nach Zoo zu springen. Um es etwas interessanter zu machen, habe ich eine Überraschung für Sie, Colonel. Ich weiß, dass Sie mir schon lange eine auf den Pelz brennen wollten. Die Geschützgeneratoren wurden zeitweise so modifiziert, dass sie nur unschädliche Impulse feuern. Ihr HUD zeigt simulierte Schäden auf beiden Schiffen an. Der erste mit 100% Schaden hat verloren. Hä, Maniac. Sehen Sie endlich, wer besser fliegt? Das mache ich doch gerne mit. Okay, jetzt werdet ihr es gleich sehen, mit Tastatur, absolut grausam. Du bist dran, Kumpel. Sehen wir mal, ob sie es noch drauf haben, Farmer Blair. Nee, habe ich nicht. So, Maniac, du Mistkerl, komm her. Bin leider, ihr seht schon, es sieht absolut grausam aus. Mit der Maus hätte ich ihn wahrscheinlich schon längst besiegt. Oder zumindest fast. Na, komm schon. Ah, erst 21, das ist nicht gut. Ja, ihr seht da oben auch in der Mitte eine Zeit ablaufen. Wir haben 30 Sekunden noch. Um ihn zu besiegen. Mal sehen, ob ich das noch hinkriege. Wahrscheinlich nicht. Ja, der ist schon deutlich weiter. Aber ist auch nicht so wichtig. Das hat keine Auswirkungen aufs Spiel, wenn wir ihn nicht schlagen. Das ist egal. Ja, okay, er hat gewonnen. Naja. Ich spiele auch mit Tastatur, du Mistkerl. Ah, Maniac, was hast du gemacht, du Spasti? Ah, dieser Vollidiot. Komm schon, Feuer. Verdammt. Wow. So, schnell mal ausweichen. Na bitte, es geht doch. Scheiße. Nein! Boah, Leute. Sag mal, auf was für Schwierigkeitsgrad spiele ich denn hier? Irgendwas stimmt da nicht so ganz. Das Herz des Tigers. Ja. Nachdem er vom Tod des Colonels erfuhr, sagte Admiral Geoffrey Torwin, er war ein Mann, dem ich stets vertraute. Ein Mann, den wir zutiefst vermissen werden. Shuttle beim Orlando Depot erreichen, um nach Seoul zu springen. Nächster Versuch. Um es etwas interessanter zu machen, habe ich eine Überraschung für Sie, Colonel. Ich weiß, dass Sie mir schon lange eine auf den Pelz brennen. Du bist dran, Kumpel. Sehen wir mal, ob Sie es noch drauf haben, Farmer Blair. Okay, das war's. Schon verloren. Jo. Gut und gerne. Leider... Ah, lass mich in Ruhe, ihr Mistviecher. Komm schon. Na bitte, es geht doch. Na komm schon. Okay, einer Maniac schon erwischt, sehr gut. Und raus mit der Rakete. Und zack, die nächste. Und noch ein. Gut, geht doch. So, das ging gerade nochmal gut. Gute Arbeit, Alter. Auf nach Orlando. Aber ich glaube, ich spiele auf einem viel zu hohen Schwierigkeitsgrad, denn ein Raketentreffer ist definitiv zu viel. Für sofort tot, peng, weg. Naja, gut, ist egal. Ja, fliegen wir nach Orlando und dann können wir zum Confederate weiter. Ah, toll. Noch mehr von der Sorte. Ey, was zum... Oho! Irgendwie ist da eine Station gerade in die Luft geflogen, oder? Was Sie hier sehen können, ist nur einer der vielen zukünftigen Siege der Grenzwelten. Und als ob das nicht schon genug wäre, wir fliegen hier nichts herum und dazu noch mit leerem Tank. Warten Sie, Nachtcomputer hat die Bluepoint Station geortet. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber wir haben wohl keine Wahl. Sende Ihnen jetzt Nachtdaten. Nicht persönlich gemeint, Colonel, aber bis jetzt hat mir unser Wiedersehen nicht sehr gefallen. Mir auch nicht.
Okay, dann fliegen wir zum Blue Point Station statt zum Orlando Depot. Ist auch in Ordnung. Blue Point, Landeerlaubnis. Blue Point begrüßt die Gentlemen. Jo, eigentlich wollte ich noch sagen, sie können landen. So, Auto. Obwohl ich schon einmal durch war. So, und jetzt können wir hier nur das Shuttle zum Confetti Q nehmen und das machen wir auch. Wer war der Kerl? Und woher wusste er Ihren Namen? Keine Ahnung, tut mir leid. Dem würde ich gern den Hals umdrehen, wer immer er ist. Haben Sie gesehen, was er gemacht hat? Da sind meine Tricks nichts dagegen. Aber das war doch kein Trick, Maniac. Es war ein wahres Meisterstück. Ist das die Victory? Ja, schwer zu glauben, aber sie ist jetzt ein Museumsstück. Ein Relikt des Krieges. Wie ein Farmer, den ich kenne. Bestimmt hängt eine Ehrentafel über ihrem Bett. Fantastisch, nicht wahr? Sowas hätten Sie sicher gern im letzten Krieg gehabt. Das Ding hätte die Kilrathi das Fürchten gelehrt. Naja, solche Träger fliegen nicht von alleine, Admiral. Das ist richtig, Colonel. Es sind die Männer, die wichtig sind. Es sieht ganz so aus, als würde Ihnen das Landleben gut bekommen. Ich beneide Sie. Wäre ich davon überzeugt, dass die Existenz der Konföderation gesichert ist, wäre ich schon längst weg. Ohne Bedauern. Was soll's. Ich habe gehört, dass Sie auf dem Weg hierher Schwierigkeiten hatten. Ja, Sir. Ach, Recht und Ordnung. Diese Werte verlieren in der Konföderation immer mehr an Bedeutung. Wir leben in einer Übergangszeit, Admiral. Ja, es war gut, in den Kilrathi einen gemeinsamen Feind zu haben. Und die Menschheit konnte ihre wahre Größe zeigen. Jetzt fehlt uns leider jegliches Ziel. Sie haben es ja selbst gesehen, die sinnlose Zerstörung. Deshalb braucht die Konföderation wieder ihre Dienste. Sie sind ein Mann mit Kampferfahrung. Sie können sich meiner Loyalität sicher sein, Sir. Wir verlassen uns auf Sie, Colonel. Seit mehreren Wochen wird gegen die Konföderierten ein Untergrundkrieg geführt. Terroranschläge, Piraterie, Sabotage. Ist das symptomatisch für die jetzige sogenannte Übergangszeit oder steckt etwas viel Schlimmeres dahinter? Ist eine Strategie oder ein Plan zu erkennen? Naja, man muss nur eins und eins zusammenzählen. Es deutet leider alles auf unsere alten Verbündeten, die Grenzwelten hin. Sie glauben, sie führen gegen uns einen Guerillakrieg? Das Verhältnis zwischen den Grenzwelten und der Konföderation war noch nie gut.
Die Freiheit verlangt ständige Wachsamkeit. Wofür ich zuständig bin. Wir kennen einander schon sehr lange, nicht wahr, Colonel? Ich weiß, in der Vergangenheit gab es unfreundliche Worte zwischen uns. Wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, Sir. Ja, aber an unserer Leistungsfähigkeit ist nicht zu zweifeln. Das ist auch der Grund, weshalb ich Sie persönlich in den aktiven Dienst zurückberufen habe. Sie werden diesmal nicht nur meine Augen und Ohren sein. Allein Ihre Anwesenheit in den Grenzwelten wird eine deutliche Botschaft an die Galaxis sein. Ich bin kein Politiker, Sir. Taten sind wichtiger als Worte, Colonel. Ich möchte Sie dort nicht nur als ein Symbol hinschicken. Nein, ich werde Sie wieder in ein Cockpit setzen. Dort werden Sie einen alten Freund wieder treffen. Den Nervenkitzel des Kampfes. Maniac. Das ist mein Codename, mein Lebensmotto und meine Art zu fliegen. Dieser Spitzname kommt alle mal her, dann erkläre ich euch, wie ich zu diesem verrückten Namen gekommen bin. Hey, Maniac. Claire. Guten Tag. Schön. Guten Tag. Freut mich, Sie kennenzulernen. Guten Tag. Geben Sie mir Ihre Tasse. Willkommen, Sir. Es ist mir eine Ehre, Sir. Schön, Sie wiederzusehen. Sei gegrüßt, mächtiges Herz des Tigers. Schon gut. Die tun ja so, als wären Sie der einzige Held der Konföderation. Ich habe mehr Katzen abgemurkst, als alle Pilotenteams zusammen. Rollt man mir den roten Teppich aus? Nein? Nein, ich muss meine Tasche selbst tragen. Ich darf auch nicht mit dem Admiral einen Plausch halten. Admiral Tarwin, Tarwin, Sagt er irgendwas über mich? Eine Menge. Er konnte gar nicht mehr aufhören, Maniac. Was? Tja, das ist Geheimsache. Ich könnte es Ihnen verraten, aber dann müsste ich Sie töten. Da sehen Sie, wie wichtig ich bin. Ich bin Geheimsache. Ich erkläre es euch später. Warten Sie auf mich! Okay. Ja, also auch diesen Part werden wir hier jetzt beenden. Und falls ihr es nicht bemerkt habt, der Typ, der direkt neben Maniac stand, der gesagt hat, ja, ist ja eine Irre, bla 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 bla, das ist Casper Van Diem, der Schauspieler, der in Starship Troopers Johnny Rico spielt. Ein sehr geiler Film, total stumpfsinnig und schlecht, aber einfach nur geil anzugucken. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander 4.